Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück in Eisenstadt. In Eisenstadt, in Wolfenstein. Aus dem Jahre 2009 sind wir unterwegs. Die Kacke ist am Dampfen. Und das ist unser schöner Urlaubsort mit Herrn BJ Blaskovic. Und wir sind mit diesem netten Herrn hergekommen. Und der sagt, wir sollen durch dieses Tor gehen, denn dort geht die nächste Mission los. So. So you want to... Oh. Dixal, ich habe schon Dreieck gedrückt. Und da geht es auch in die erste große Mission. Wir sind ja in Eisenstadt angekommen. Übrigens auch geil der Anfang, ne? Im Kreisauer Kreis, die genau dieselben Phrasen wie in Return to Castle. Es setzt genau in diesem Punkt an, wo Return to Castle Wolfenstein aufgehört hat damals. Und das gefällt mir richtig gut. Are going to kill me. How do you know I'm not a Nazi? You're BJ Blaskovitz. I know all about you and your mission. Who are you, kid? My name is Sergei Kovlo of the Golden Dawn. We are a group of scholars who study the occult. I came here to retrieve an artifact, but the Nazis captured me. They tortured me. I broke down. I told them where the Thule Medallion is. The Thule Medallion? It's a very valuable artifact that's located in a chamber just ahead. Please, BJ, you have to stop them. If the Nazis get their hands on that medallion, all will be lost. All right, kid. Stay here, and I'll make sure it's safe for you. Thank you, Agent Blaskovitz. Don't thank me yet. Der Typ, der quatscht da schon von diesem Amulett. Ich dachte, um ehrlich zu sein, hatten wir das schon. Denn in der Intro-Sequenz hatten wir das ja auf jeden Fall in der Hand. Aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Trailer gewesen. Wie geil ist das bitte hier? Das ist ja original mein Schreibtisch. Und auch so unaufgeräumt. Aber anscheinend ist es das nicht. Use Melee Attacks, ja, das kennen wir doch. R3 reindrücken und dann... Boah, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie so eine coole Animation, aber so geht's natürlich auch. Kleiner Schlag in die Kniekehle, tut halt weh, ne? Maul. Okay, sie wissen, dass wir da sind. So. Komm ein bisschen näher, komm ein bisschen näher. Eine Granate, Leute, eine Granate. Und die ganze Hütte ist hier am Brennen. Ist das geil, ich liebe es jetzt schon. Genau, anscheinend kriegen wir diese Medaille erst noch. Oder dieses Amulett. Und damit kriegen wir die Supermächte. Okay, das war, würde ich mal sagen, ich wollte schleichen. Guck. Weh, du schmeißt das Ei zurück. kann ich die eigentlich werfen? Ah, die kann ich werfen, ich wusste es doch. Warte mal. Zack. Ja, geil. Damit kann man... Alter, was explodiert hier bitte alles? Und dann, was denn das? Du kannst einfach einen Hammer nehmen. Was kann ich denn hier alles nehmen? Das kann ich nicht nehmen. Ist ja geil. Ach, stimmt. Und das waren die Teile. Genau, und damit fliegen die dann so rum, die Gegner, so in Zeitlupe. Nehmen wir mal alles mit. Das brauchen die ja eh nicht mehr hier, ne? Die sind ja sowieso alle tot. So, nehmen trotzdem mal die MP40 wieder. Denn die ist gut. Die hat sich bewährt und außerdem habe ich die das letzte Mal geupgradet. So, das ist doch hier direkt. Wir kommen aus Aliens Colonial Marine und wir gehen direkt wieder in diesen Tempel rein, oder? Direkt wieder rein. So, da oben ist doch bestimmt ein kleines Geheimnis. Sag mal hier. Es ist ja so geil mit dem Hammer. Hier würde ich einen schönen Barren Gold verstecken. Nix. So, ein bisschen was einsacken. Was haben wir hier noch Schönes? Ich will nicht lesen. Wir ballern. Los.
Nimm die Granaten mit. Geht nicht, ich bin voll, randvoll. Gut, dass ich das letzte Mal keine Granaten gekauft habe. Irgendwas mit leise. Ich hab ihm einfach einen Hammer auf den Kopf geworfen. Er ist gestorben. Der große Obermotz. Silenti, Silenti. Ja, ja, leise, leise, ne? So schnell geht's. Hab dich gesehen, dich Halunken. PJ Blazkowicz kommt rein. Einfach ein Hammer in den Nacken. So, zack. Problem gelöst. Ich brauche keine Waffen. Ich bin aber der Hammer. Vorsicht. Vorsicht, Hammer. Wie geil. So, was ist hier? Ah, da ist dieses Amulett. Das ist aus dem Trailer. Aha. Did you look at the tool medallion? It's right here. Give it to me. The Nazis will be here soon. Sorry. Not until I know more about the Golden Dawn. But the Nazis. Very well. It seems I have no choice. Here, with this, you can save us both. I've seen something like this before. Agent Blazkowicz, the Nachtzone crystal I gave you has energized the tool medallion. Activate it. What? Use me, I enter Veil. So. You are now in the Veil, a barrier between the Black Sun dimension and ours. Inside the Veil, you'll move faster and see enemies' weak spots. Use the medallion again to leave the Veil. Was ist das hier? Okay, da lädt sich da unten irgendwas auf. You can go in and out of the Veil anytime, but you have a limited energy, so use it wisely. Now, ja genau, ich muss... Ach, das sind diese komischen, Schwabbeldinger da, die ich als Gas... Black Sun energy. Step into the pool and recharge your medallion. Ah, das ist das hier mit dem Gas, ne? Ja, hier ist das Geflacker, das war das. Some can become angry and attack. Aber kann ich das hier auch nehmen? Ja, also das kann ich auch so benutzen. Solid matter that disappears in the veil. The Nazis have learned how to create these doors, but you can identify them by the ancient symbol. Take that passage and find the Nachtzone crystal hidden in the temple. With it you will be able to use the medallion as a weapon. Additional crystals will give you additional abilities. I'm telling you this because the Nazis spoke of an ancient portal they had recently excavated. You must use the medallion and stop them. Meet me later at the Golden Dawn safe house in Eisenstadt. The location is marked on your map. Okay, ich muss wieder zurück. Ich meine ganz ehrlich, die hier waren jetzt wie viel? 5, 6, 7 Nazis und ihr habt mich losgeschickt, damit ich das jetzt hole. Das hätte auch wer anders machen können. Sind wir mal ehrlich. Das war jetzt nicht unbedingt so eine Chefaufgabe. Das hätte man auch delegieren können. Wo muss ich denn lang? Irgendwo muss ich lang. Ach du, alter Sack, du stehst hier davor. Ah ja. Okay, ich muss das ausprobieren. Was ist, wenn ich in der Wand stehe und dann aus der Veil wieder zurückkomme? Da bin ich tot. Gut, das muss wissen. Das ist so ein bisschen wie das wie Prey. Oh, der war aber eben nicht so stark. Eben hat der eine Hammer gereicht. Ja, ist aber einfach nur geil, wie die animiert sind, wie das Gunplay ist. Das gefällt mir hier richtig. Und zack. Okay. Ach Gott. Hoffentlich labert der jetzt nicht wieder so viel. Der wird nochmal so viel labern, ne? Agent Blazkowicz, the Nachtzone crystal I gave you. So, geh mal zur Seite, ich weiß. Activated. Ach, es tut mir leid, Leute. A barrier between the Black Sun dimension and ours. Inside the veil, you'll move faster and see enemies. Du erzählst mir hier halt nichts Neues. Gar nichts Neues. You can go in and out of the veil anytime, but you have limited energy, so use it wisely. Now, re-enter the veil and look for a glowing pool of light. Tun die mir weh? That is Black Sun energy. Step into the pool and recharge your Here comes the sun. Here comes the Black Sun. While in the Veil, watch for creatures called Geists.
Some can become angry and attack. Am liebsten würde ich ihm jetzt das Ding hier vom Kopf werfen, dass er da weggeht, aber ich glaube, ich darf nicht. Ah, er sagt's ja hinter ihm. The Nazis have learned how to create these doors, but you can identify them by the ancient symbol. Take that passage and find the Nachtsohn crystal hidden in the temple. With it, you will be able to use the medallion as a weapon. Additional crystals will give you additional abilities. Los jetzt, schwör ab. The Nazis spoke of an ancient portal they had recently excavated. You must use the medallion and stop them. Meet me later at the Golden Dawn safe house in Eisenstadt. The location is marked on your map. Mal sehen, was er jetzt macht. Ob er wirklich... Er schiebt mich bestimmt weg, oder? Nee, links. Soll ich rechts oder links? Warte, alles klar. Ach, ist die Wand so dick oder was? Nee, ich stand wirklich genau da drin. Oh, herrlich. Ich liebe solche Tore, auch wie in Doom. So eine riesige Spinne, die da drüber ist. So, und jetzt ist eigentlich... Ist das ein Kopf? Das ist ein Schädel. Da geht's weiter. Wir gucken aber erstmal hier hin. Okay, hier kriege ich wieder Black Power. Was sind das für Dinger? Ach, wenn ich die anschieße, dann platzen die. Okay, also das ist irgend so ein Okkultist oder sowas, ne? Auf jeden Fall hat es denen gar nicht gefallen, zu brennen. Der war besonders cool. Oh, das hat gar nichts gebracht. Oh, eine Granate. Im Notfall immer mal eine Granate. Oh, warte. Alles klar. Ich wollte unbedingt diese eine Granate aufheben. Deswegen bin ich da rumgestolziert. Dann hat es nicht geklappt. Dann habe ich aus Panik L2 gedrückt, weil ich dachte, ich werfe die Granate zurück. Dabei habe ich aber meine eigene Granate geworfen. Da bin ich gestorben. So, jetzt ist aber hier Schluss mit rumblödeln. Jetzt werden hier Nazis gekillt. Zack. BJ Blazkowicz in seiner Höchstform ist wieder zurück. Jetzt werden Nazi-Asche getreten. Und goldstibitzt. So, komm her. So, Okkultist-Man. Komm. Hör mir nicht hin! Diggi dick, diggi diggi dick, dick dick. Oh geil, mit Bande gespielt. Also der sitzt aber definitiv. So, wo ist denn hier der komische? Komm, geh hoch. Doink. Hat er gesessen? Die sind ja mega geil. Die finde ich mega geil, diese Okkultisten. Ich nenne sie jetzt mal so. Wow, ein Flitzer. Oh, Himmel, Arsch und Zwirn. Wer hat mich denn da so extrem gefistet? Und gleich erstmal was in die Luft jagen. Das finde ich gar nicht gut, dass das so weh tut. Das ist doch irgendein Scharfschütze, oder? Wo bist du, du Halunke? Sehe ich die da besser? Irgendwie nicht, ne? Sehe gar nichts besser. Ist aber irgendwo noch. Da ist er! Platt gemacht. So. Wir sind nur wieder zurück in die kleine, süße Stadt Eisenstadt. Dann ist alles wieder gut. Eigentlich haben wir dann schon gewonnen. Ich meine, wir haben das Medaillon. Was soll mehr passieren? Wir können in diese andere Welt. So. Es ist auch gefährlich, so ein rotes Fass mit sich zu tragen, ne? Kann auch mal in die Hose gehen. Würde mal sagen. Oh, nee. Warte. Irgendwie klappt das nicht, wie ich mir das vorstelle. Was ist denn hier? Ist da irgend so eine unsichtbare Barriere? Obacht. So. Wenn du es den Nazi nicht hinschreibst, Obacht, dann läuft der da geradeaus weiter und fällt runter. Intelligenz? Null. Ich weiß.
Und ich bin gestorben. Durch meine eigenen Granaten. Gerade ich sollte das vielleicht nicht sagen, aber... Ein bisschen Nazi-bashen darf man ja. So, ich habe das mitbekommen, wenn ich mir das nehme, dass ich zerdrückt werde von diesen riesigen Insektenärschen. So, das... Uah! Ah. Ah, okay, ich krieg eine neue Power. Neue Energy. Oh, und ein neuer Geheimgang, der sich hier ergibt. Warte mal, jetzt mache ich mal die Energie weg. Ah, Zeitloop ist das wahrscheinlich, oder? Jetzt habe ich da unten das Auge, nach unten und nach rechts habe ich... You have acquired the Mire Power. Mire slow, slows. Also slows. Macht's slow. Also sowas wie Max Payne. Zack. Ah, ich muss drin stehen bleiben. Nur dann lädt sich die Energie auf. So, jetzt machen wir langsam. Okay, das ist immer noch zu schnell. Mach auf die Hütte. Ah. Ah, warte, ich muss warten, dass es ganz offen ist. Und dann renne ich einmal komplett durch. Ich begreife das Prozedere. Nochmal aufladen. Und dann heißt go. Zack. Zack. Ist aber trotzdem eine ziemlich enge Kiste, wenn er mich fragt. Ist jetzt nicht so locker, ne? Oh, das wird so ein Ding, wo ich durchmanövrieren muss. Rechts, links. Geil, mitgenommen. Alter, wie ein junger Hüpfer. So, dasselbe nochmal. Zack, zack, zack. Geil. Da geht... Ne, da habt ihr das gesehen. Wenn ich jetzt das Auge benutze... Ah, da ist auch das Black Sun-Symbol. Das heißt, da muss ich... Ah, das signalisiert mir, benutze die Macht. Dass es nicht zu kompliziert wird. Finde ich gut. Denn irgendwann stehe ich wahrscheinlich da, hab vergessen, dass ich die Macht benutzen kann. Und dann geht's nicht weiter. Keine Ahnung, warum ich hier Macht kriege. Ich sehe hier gar nichts, aber... Ich nenne es jetzt Macht, nicht Schwarzsonnenenergie. Schon wo lang, ne? Ich könnte da lang, aber warum gehe ich nicht einfach hier lang? Aha. Da geht's nicht lang, deswegen. So, warte mal, hier ist ja was. Black Sun Energy. Was haben wir jetzt hier? Das lädt mich auch nur auf. Das ist einfach nur so ein Fleck. Ein kleiner Wichsfleck, den ich anfasse. Schön. So, was wird passieren? Slow. Okay, soll ich mich beeilen oder was? Bricht das jetzt hier irgendwie zusammen? Es bricht zusammen. Und wie das zusammenbricht? Jo! Geil. Würde mal sagen, haben wir gemeistert. Das Aktentäschchen nehmen wir natürlich auch noch mit. Das sind doch Aliens. Das sind doch die Aliens. Ein bisschen dicker gemacht. Mit so ein bisschen Mystik der Ägypter zusammengebröselt. Und dann kommt ein Alien bei raus. Definitiv. Es hat auch so ein bisschen Indiana Jones Flair, ne? Dynamite the Portal. Dynamite natürlich. Spuck mir in den Mund, spuck mir in den Mund. Lecker. Alienrotze. So, das Ding ist zugegangen. Ja, ey, komm. Den Tipp brauchst du mir nicht geben, das weiß ich selbst. Ganz ehrlich, da wird mir so ein Tipp gegeben. Das ist ja lachhaft. Oh, da ist einer. Oh, jetzt ist die Muni alle. Das ist er. Okay. Auch im Kampf benutze ich es. Hier war noch einer. Da. Geil. Ey, du bleibst aber liegen. Aber ganz ehrlich, einfach herkömmlich mal reinballern, macht halt trotzdem auch Spaß. Oh, shit. Irgendwo ist noch einer. So, oh, ich hab den Hammer, ihr habt keine Chance.
Oh! Granate einfach vor den Helm geworfen. Aber der ist nicht gestorben, der war ein bisschen härter als sein Chef. Das habt ihr gesehen. Kuckuck! Die hat ordentlich Bums gehabt. So, was haben wir denn hier Schönes? Es ist ziemlich dunkel. So, dahinter geht es nicht weiter. Aber ich habe schon gesehen, was ist denn das? Gehen wir noch ein bisschen Energie. Die dunkle Energie. Und hier ist ein Portal. Das ist kein Portal. Damit hätte ich jetzt, um ehrlich zu sein, gerechnet. Muss ich hier irgendwas drücke? Hier, man nimmt. Da muss ich dran ziehen. Das weiß doch jeder. Oder einfach durchgehen? Oh. Oder hochjagen, ne? Stand ja eben da. Portal hochjagen. Vielleicht. Eben habe ich noch gesagt, ne? Spiel gibt mir nicht immer zu Tipps. Oh. Escape, was? Aber hier war. Da ging es doch weiter, oder nicht? Das wirkt so, als könnte ich hier durch. Ne, das gibt mir nur Energie. Okay, wir sollten hier nix wie raus. Ich glaube, die Hütte bricht gleich zusammen. Okay. Irgendwie passiert nicht mehr besonders viel. The American will kill you. Und zu geil. So, da mal ein rotes Fass. Alter, der will's wissen hier. Der will's wissen. Der ist richtig, richtig böse. So, wartet mal. Ah, ich hab schon wieder Granate geworfen. Naja, das ist jetzt schon wieder nicht die richtige Waffe. Dann nehme ich doch lieber die MP40. Oh, da geht's weiter. Jetzt kann ich sie natürlich benutzen. Oh, es geht's Licht an, das ist aber nett. So, was haben wir denn hier? Man muss natürlich immer dann mit der Macht gucken. Ah, ein bisschen Gold. Vielleicht sollte ich mich beeilen. Es wirkt irgendwie so, als wäre die Kacke am Dampfen. Oh, ein Hammer. Nee, nur eine Schaufel, schade. Oh, ich liebe es so. Wie die noch weiterlaufen und durch den Rektor-Effekt dann nach hinten geworfen werden. So, kommt mal her. Hier haben wir die Macht. Na, warte mal, wenn wir die Macht haben, dann kann ich natürlich auch hier mit rein. Ey, wie geil ist das bitte? Grenade! Grenade! Was ist das? Die Granate ist doch gar nicht runtergerollt. Zumindest habe ich das so nicht gesehen. Also, für mich war das eindeutig, dass die Granate nicht runtergerollt ist. Da wollte ich extra cool euch beim Sterben zusehen, was passiert. Ich werfe mir das Ding wieder selber von Latz. Ich komme noch gar nicht mehr glaubwürdig rüber hier. Naja. So, ciao. Makarawi. Holla die Waldfee, holla die Waldfee. Wow, wow, Granate und... Zack! Abgefackelt! So, warte mal, das können wir doch hier nehmen. Nimm es! Nimm es doch! Oh, wieder eine Granate. So, jetzt reicht's mir hier. Jetzt ruckeln wir uns langsam durch. Das Problem ist halt, wenn ich die Macht benutze, dann ruckelt's echt. Zumindest so für eine Sekunde. Aber dann geht's. Okay, wir sind durch. Wir sind einmal komplett durchgerannt. Jetzt muss ich hier nur wieder weg, oder was? Ich glaube, das war die Mission schon, ne? On a tip from the Kreisau Circle, I went to a Nazi archaeological dig site in search of General Zeta. I found a Russian kid they were holding prisoner named Sergei Kovlov. He's part of a group called the Golden Dawn. He pointed me to a chamber that contained a medallion like the one I'd found on the Tirpitz. I also discovered a dismantled stone portal the Nazis were excavating. I'm not sure what it is, but I get the feeling it's important to Zeta, which means it's important to me. Dig Site abgeschlossen.
Purchase upgrades for weapons and whale powers from black market vendors scattered through the city. Schöne Mission. So, wir mopsen uns jetzt einfach selber ein Laster und fahren wieder gepflegt zurück nach Eisenstadt. Schöne Mission. Okay, aber es ist alles sozusagen noch Tutorial, ne? So, da sind wir wieder da. BJ, gut. You are alive. Hurry back. You must tell Caroline what you found. You in there. Come out. We have you surrounded. Ich finde das so geil, dass diese Welt nicht einfach nur da... Oh Gott, der Typ ist tot. Granatnader, der Hammer. War das ganz vergessen. Oh, ich hab's aufgefangen mit dem Kopf. Oh, Also das ist unglücklich, oder? Wenn er noch gelebt hat. Ich meine, er hat die Granate geworfen. Ich habe sie in den Kopf bekommen. Bin in die Richtung gerannt, wo die Granate hinrollt. Bin weggegangen und er hat sie dann noch abgekriegt. Eieieiei. Das war für uns beide unglücklich. Sein Granatenwurf war für uns beide sehr, sehr unglücklich geworden. Deswegen, also Eisenstadt ist wirklich eine Stadt in dem Spiel, die ist nicht so ein nerviges Hub wie in manch anderen Spielen, sondern hier ist halt eben auch immer die Action noch los. Alter Latz. Ja, los, komm, geh hoch. Und das Shooter-Gameplay von dem Spiel ist einfach der Hammer. Und richtig schön blutig, so muss das sein. Und es gibt verschiedenste Wege, glaube ich auch. Also man kann dann auch stealthen. Hier kann man überall reingehen. Ah. Hier. Who are you? And what are you doing here? Get out of here or I'll kill you, I swear. Ich hab das gemopst. So, tschüss. Bitteschön. Ah, und hier sind natürlich überall die Signs. Damit man auch weiß, wann man das benutzt. Das finde ich eigentlich ganz clever, ne? So ein bisschen wie die. Oder hier geht's noch an den Abwasserkanal. Also man kann. Es gibt verschiedene Wege. Und ganz viele Secrets hier zu entdecken. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also man kann natürlich auch stealthy durchgehen, aber nee. Nee, das machen wir nicht. Denn immer wenn ich das versuche, sind wir ehrlich, geht's voll in die Hose. Und ich verliere mehr Energie, als wenn ich direkt den Hammer raushole. Und denen das vor den Kopf werfe. So, ich glaube von hier kamen wir auch, ne? Und was steht hier wieder? Kämpft für Führer und Volk. Da fehlt ein Dehn, ihr Trottel. Saving the content. So. Hier müssen wir wieder rein, ne? Da, wo das große K. Da müssen wir hin. Everyone's talking about your mission at the dig site. It's good to see someone finally strike back against General Zeta. We've already had several civilians join the Kreisau Circle because of... Dann dreht er sich um. Keep up the good work. What in the world could the Nazis be building as a church? I don't know. Wo waren jetzt nochmal? Guten Tag. Guten Tag. Das ist der Endboss, sagst du euch. Das ist der absolute Endboss. Ne, warte mal, hier will ich nicht hin. Oder? Ach komm. Doch, wir quatschen mit ihr. It's a wonder you're alive. Blow up anything interesting? Caroline, the team is meeting heavy resistance as they move in on the church. Alright, Blaskowitz. We've been watching the Nazis construct some strange device in an abandoned church. They sent an attack team, but they could use your help. I marked the location on the map. Be careful out there. Alles klar, wir kriegen direkt, wird gar nicht thematisiert, dass wir dieses schöne Amulett gefunden haben, dass wir die Mission gut gemacht haben. Ich finde auch mal so ein bisschen Lob tut nicht schlecht. Tut nicht schlecht, aber nein. Meet your contact, das geht direkt weiter irgendwo bei der Kirche. Ist er tot oder macht er Liegestütze? Ey Leute, wisst ihr, dass hier oben ein Toter liegt? Geht's denn hier oben noch hin? Ah, da liegen noch Granaten. Da liegen doch Granate. Da muss ich die doch nicht kaufen. So, ein bisschen Geld. Wie viel Gold habe ich jetzt eigentlich? Wozu brauche ich das Gold? Ich dachte eigentlich, ich brauche Geld zum Upgraden. Du stehst im Weg, ne? Das weißt du. Das weißt du. Hat er gerade da den Stuhl hinter dir kaputt gemacht? Ich bin entsetzt. So war denn jetzt nochmal der Schwarzmarkt?
Sorry, falsch abgebogen. Ich bin's wieder. Wo ist der Schwarzmarkt hin? Ihr wart nicht der Schwarzmarkt. Nee, das war hier gar nicht, oder? Wo war das denn? Wartet mal. Wo war der Schwarzmarkt? Der war da unten. Da. Also ich muss nach geradeaus, dann rechts durch. Sozusagen hier lang. Es hört sich so an, als wären da noch Gegner, du. Tschüssi. Irgendwas ist da, der leuchtet so komisch. Warum kann ich den nicht töten? Ah, der wird hier geheilt von dem Typen da. Jetzt heilt er sich selbst. Völlig strange, Alter. Was stimmt mit dir nicht? Hä? Manchmal muss man einfach auf die Schnauze haben, wenn es hier nichts bringt. Alter, der hat den geheilt und ein Schutzschild und alles völlig strange. Krass. Aber meine Granate, die erste, die hat ordentlich reingehauen, ne? Haha. Hammer. Einfach nur krass. So, ich soll da rein. Nee, warte mal, da will ich nicht rein. Hier bin ich beim Ausgang. Ich bin falsch abgebogen. Wegen euch. Wegen euch Nazis. Ich wollte euch gar nicht töten. Ach, eigentlich wollte ich meine Waffen upgraden und dann habe ich euch gesehen und dachte mir, na gut, so ein bisschen Dreck wegputzen kann man ja nebenbei noch machen. Na gut. So, warte mal, ich muss hier lang und jetzt hier irgendwo war das Symbol. Ah! Kommst du denn her? Rabennest. Versteht er? Weil das von dem Entwickler Ravensoft ist. Ist dasselbe Symbol. Siege! Nur Gelassenheit und ein ehrenes Herz führen zum Siege! Ah, hier ist der Schwarzmarkt. Back again, eh? Mhm. So, dale. Da. In need of some supplies. Auf jeden Fall. Die wollen wir upgraden. Was haben wir? Oh! But as it rivals the barrel firing mechanics of the weapon supports heavier slugs and larger power chain. Okay, also das macht es ein bisschen stärker. Kostet natürlich viel. Das würde ich am liebsten haben. Dazu muss ich aber die Mission Church abschließen. Und hier Mission Farm. Sniper Scope. Auf jeden Fall. Das brauche ich. Das ist wichtig. Weniger Rückstoß. Ist bei dem Ding eigentlich gar nicht, glaube ich, so wichtig. Wenn ich einmal schieße... Silence, weiß ich nicht. Mehr Munition, das ist, glaube ich, wichtig. Habe ich nicht, oder was? Ach so, ich habe nur 250, ne? Das ist zu wenig. Aber okay, wir haben jetzt ein Scharfschützengewehr. Schade, Kollege. Ich dachte, da ist ein kleiner Barren Gold liegen. So, genau. Inspektion ist immer wichtig. Einmal zählen, was hier alles ist. Oh, 15 Granaten. Looking to spend some money. Money, was kann ich denn bei dir noch? I heard about your exploits at the Nazi dig site. Very impressive. You should know the price on your head has doubled. That makes you the most valuable thing in here, I think. Hm. Okay, ich würde mal sagen, I have a present for her. Wer labert denn hier so böse? Hier war doch gerade einer, der extrem böse gelabert hat. Nicht nur so ein bisschen böse, sondern extrem tiefe, böse Stimme. Ich liebe die Physikeffekte. Es gab mal irgend so einen Shooter, der hieß, glaube ich, Enemy... Weiß ich nicht mehr. Nicht Enemy Territory, sondern sowas ähnliches. Auch für die PS3, den habe ich schon geletsplayed auf meinem Kanal. War so ein mittelmäßiger
PlayStation 3 Shooter halt. Aber der erinnert mich von der Optik her, war der richtig schön, muss ich sagen. Lief leider auch nicht so fließend. Aber war eigentlich ein souveräner, kleiner Shooter. Erinnert mich gerade hier so ein bisschen dran. Hatte auch mal so ein paar ruhigere Phasen. Ist hier irgendeine Zeichnung? Was ist denn das? Aha. Oh. Was haben wir denn da? Alles klar. Das war ein Flop. Aber wo soll ich denn da hin? Hier ist doch eine normale Leiter. Ah, ich bin hier wieder reingefallen, ich Trottel. Und jetzt? Ah. Yes! Collect the Tombs of Power to unlock upgrades for your Veil. Okay. So, jetzt müssen wir einfach nur wieder da zurück, wo wir gerade waren, ne? Und dort beginnt dann die nächste Mission, Church. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so an die Missionen einzeln erinnern, nur noch an das Amulett so ein bisschen. Ich weiß aber auch nicht, was es noch für weitere Upgrades gibt. Also hier diese Sicht, klar. Das weiß ich noch. Oh, da geht's ja auch hoch. Welch Zufall. Die Sicht, dann die Zeitlupe, hätte ich schon gar nicht mehr gewusst. Und sonst... Also ich vermute jetzt mal so ein Schutzschild, wie im Trailer. Irgendwie so. Würde ich jetzt mal vermuten. Und sonst... Keine Ahnung, irgendwie noch so eine Macht, Powerwelle, so wusch. Weil die sind ja im Trailer auch zu so schnell gealtert und sind dann zusammengebröselt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das noch irgendwie eine Rolle spielt. Oh, hier geht's lang. Did you visit Dieter at the hospital today? He wasn't in his room. And the nurse at the front desk couldn't find any record of him. It's the... Oh, das wollte ich nicht. Ah, okay, hier kann ich anscheinend immer ein bisschen abkürzen, wenn es... Also es wird, glaube ich, auch immer schwerer, auf den Straßen von Eisenstadt sich zu bewegen, weil irgendwann so viele Nazis da sind. Wie komme ich denn hier wieder raus? Hä? Ah, hier. Und die werden richtig stark, die Gegner. Richtig saustark. Und da benutzt man dann halt gerne mal die Abwasserkanäle. So, hier geht es wahrscheinlich dann zur nächsten Mission. Aber... Das wollen wir natürlich das nächste Mal genießen, den Level Church. Keine Ahnung, was uns erwartet, aber wir wollen natürlich neue Upgrades. Die Upgrades sind wichtig. Wofür? Um die Machenschaften der Nazis zu besiegen. Oder so ähnlich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren, liken nicht vergessen. Ciao.